Come on. Come on, little fella. Don't be shy. That's it. Come on. After the animals were killed and dissected, nachdem die Tiere getötet und seziert waren, fanden wir heraus, dass sich deren innere Organe im Vergleich zu den mit nicht genmanipulierten Kartoffeln gefütterten unterschiedlich entwickelt hatten. Einige der inneren Organe, wie zum Beispiel der Darm, hatten an Größe zugenommen, obwohl die Ratte selbst nicht so schnell gewachsen war. Schlussendlich fanden wir, und das ist wichtig, in diesen Daten 36 höchst signifikante Unterschiede zwischen den Tieren, die mit genverändertem oder nicht genverändertem Futter gefüttert worden waren. Hi, is this Tom? Hi Tom, this is Jeffrey Smith. Hi Tom, hier ist Jeffrey Smith. Sie sind einer der über 2 Dutzend Farmer, die angerufen haben, weil ihre Schweine wegen gentechnisch verändertem Mais nicht trächtig werden konnten. Ist das richtig? GM Corn, is that right? All right. Thank you very much. Danke Ihnen. Wiederhören. So, das waren gute Neuigkeiten. Er sagt, er ist bereit zu reden. Das Erste, was er sagte, war, wird mein Name in dem Artikel erscheinen? Ich musste ihn also beruhigen und ihm sagen, wenn er nicht wolle, natürlich nicht. Das ist der Grund, warum wir nicht zu viele Informanten haben. Die Farmer haben Vorbehalte, viele Wissenschaftler haben Angst. Und nach neuestem Stand sind nahezu alle auf Gentechnik spezialisierten Wissenschaftler direkt oder indirekt von der Industrie finanziert worden. Das ist eine sehr gefährliche Situation, weil es keine wirklich unabhängige Wissenschaft mehr gibt. Diese 150 Sekunden waren bum, bum, bum und jeder verstand es. Jeder verstand die Botschaft. Sie fragten mich, würden Sie es essen? Und ich sagte, nein, natürlich nicht. Die genveränderten Kartoffeln, an denen wir gearbeitet haben, würde ich auf jeden Fall vermeiden, wenn ich es könnte. Der andere Teil der Botschaft war zu zeigen, was wir wollten. Und ich sagte, dass wir gerne mehr Tests hätten, mehr biologische Tests, und dass wir nicht. Und diese Nachricht von uns haben alle verstanden. Unsere Mitbürger als Versuchskaninchen benutzen sollten. They should not use our fellow citizens as human guinea pigs. Als er gefragt wurde, im Fernsehen zu sprechen, war er enorm unter Druck. Er war einer der wenigen Menschen auf der Welt, die realisierten, dass die genmanipulierten Saaten all diese Probleme in Darm und Gehirn und Organen von Menschen hervorrufen könnten. So wurde er mit der Erlaubnis seines Direktors interviewt und war dann für etwa 2 Tage der Held am Rowett-Institut. Der Direktor lobte seine Arbeit, pries seine Untersuchung als Weltklasse und dann die 2 Telefonate. Angeblich aus dem Büro des englischen Premierministers, die zum Direktor durchgestellt wurden. Am nächsten Morgen wurde Arpad Pusztai nach 35 Jahren gefeuert und mit der Drohung eines gerichtlichen Klageverfahrens zum Schweigen gebracht. So, was wir hier haben, sind 60.000 Seiten interne Dokumente der Arzneimittelzulassungsbehörde der USA, die belegen, wie sie ihre wissenschaftlichen Ergebnisse über gentechnisch veränderte Organismen vertuscht haben. Wissen Sie, es gibt hier ein Dokument, von dem ich denke, dass es besonders wichtig ist. Es zeigt die Geschichte wahrscheinlich besser als jedes andere. Hier ist, was die Wissenschaftler der Genehmigungsbehörde FDA, deren eigene Wissenschaftler sagten.
Ich denke, es ist auf Seite 18.777. Sie sagten, wir müssen uns anschauen, wie diese Saaten Agrochemikalien verändern. Wir müssen wissen, wie sie die Wasseraufnahme verändern. Alles Langzeitstudien, die gebraucht wurden. Wir müssen wissen, wie es mit Nährstoffverlusten aussieht. Nichts von dem wurde gemacht. Wie sieht es aus mit der Vielfältigkeit im Saatgut? Eine Langzeitstudie, wie von den Wissenschaftlern empfohlen, wurde nie gemacht. Hier, schauen Sie sich das an. Veränderungen in Toxinen oder Chemikalien in den Lebensmitteln. Langzeitstudie empfohlen, aber nie durchgeführt. Die Wissenschaftler baten also um diese Studien und sagten, lasst sie uns machen. Wir denken, es gibt ein Problem. Aber die Politiker und die Verwaltung der FDA zu der Zeit sagten, nein. Sie vertuschten die wissenschaftlichen Fragen und diese Studien wurden nie durchgeführt. The reason why our findings were so astounding was because it was thought. Der Grund, warum unsere Ergebnisse so erstaunlich waren, war, dass man dachte, in Mexiko würde überhaupt kein gentechnisch veränderter Mais angebaut. Die Leute wollten das auch nicht. Die Regierung, die örtlichen Gemeinden, die Menschen in den Städten, sie alle wollten, dass es keinen Genmais in Mexiko gäbe. Warum? Weil Mexiko das Ursprungsland des Mais ist. Die mexikanische Regierung war besorgt um die Reinheit der Landrassen und des nationalen Erbgutes. Es war also verboten, gentechnisch veränderten Mais anzubauen. Es ist auch heute noch verboten. Die Industrie sagt, du musst dir keine Sorgen machen, weil wir es unter Kontrolle haben. Die Kontrolle ist hier tatsächlich die Frage. Sie hatten der Welt erzählt, dass sie die Kontrolle über ihr Saatgut hätten. Wenn sie in einem Feld gentechnisch veränderten Mais anbauten, würde sich dieser transgene Mais nicht weiter verbreiten. Unsere Entdeckung, dass wir transgenen Mais etwa 1000 Meilen entfernt von seinem nächsten legalen transgenen Feld gefunden haben, war ein Riesenproblem für sie, weil es wirklich beweisbar zeigte, dass sie tatsächlich keine Kontrolle hatten. Die Behauptung, Kontrolle über diese Materialien zu haben, hielt also nicht stand. Now, when you are eating that animal fed on Wenn Sie also dieses Tier essen, das mit gentechnisch veränderter Nahrung gefüttert wurde, werden Sie ein Tier essen, das bereits in ein anderes Tier verwandelt wurde. Und dazu gibt es keine Risikountersuchung. Und es ist Grundsatzentscheidung der Regierung und der Biotechnologieindustrie, dass sie einfach davon ausgehen, dass, wenn man es nicht weiß, sie nicht verantwortlich gemacht werden können. Erinnern Sie sich also daran, dass das Tier, das mit gentechnisch veränderter Nahrung gefüttert wurde, nicht mehr dasselbe Tier ist. Keiner steht morgens auf und sagt, ich möchte genetisch veränderte Lebensmittel kaufen. Die bieten keine Vorteile, haben nicht mehr Nährwert, nicht mehr Geschmack. Sie bieten nur Risiken. Das ist alles, was sie dem Verbraucher bieten. Und so würde der vernünftige Durchschnittsbürger sagen, warum sollte ich Lebensmittel kaufen, die mir keine weiteren Vorteile, sondern nur Risiken bringen? Es war also wichtig für die Industrie, diese Lebensmittel rauszubringen, ohne dass jemand davon wusste. Denn hätten sie es gewusst, hätten sie sie sicher nicht gekauft. Unter uns sehen wir den Campus von Berkeley, der Universität von Kalifornien. Und wir stehen an einer Grenze, wo die öffentliche Universität auf den privaten und militärischen Bereich der Forschungsmaschine trifft. And military part of the research machine.
Das Verschließen dieses Wissens, das öffentlich war und privatwirtschaftliches oder militärisches Geheimnis wurde, dieses Einschließen von Wissen halte ich für sehr zerstörerisch für die Wissenschaft und das Wissen. Die schließen die Tür für jeglichen öffentlichen Blick. Was hinter den Mauern passiert, hinter den Zäunen und Abschirmungen akademischer Forschung, bleibt geheim. Wir manipulieren Leben in einer Art, die wir nicht wirklich verstehen und nicht kontrollieren können. Und dann lassen wir es auf die Umwelt los. Das ist eine radikale, beispiellose Veränderung, die jenseits unseres Denkvermögens und unwiederbringlich ist. Wir können es nicht rückgängig machen. Das sind meine Bedenken. Der Lachs lehrt uns eine neue Denkweise über unser Leben und unsere Wirtschaft. Wie können wir eine nachhaltige, lebensspendende Wirtschaft schaffen, statt einer linearen, die nur im Sinn hat, immer mehr zu produzieren, egal was das für die Natur oder uns selbst bedeutet? Ich habe immer gesagt, man wird nur verteidigen, was man liebt. Die Leute sagen also, was soll ich machen? Wie soll ich die Umwelt schützen? Geh raus und verliebe dich in sie, in einen Fluss, eine Farm, in irgendetwas. Wenn sie das tun, werden sie sie schützen.